Alles dreht sich um dieses Teil im EU-Puzzle. Das Vereinigte Königreich. Brüssel fürchtet den Brexit, aber keiner will mir etwas dazu sagen. Schon allein das Wort ist hier tabu. Die EU-Kommission hier in Brüssel hüllt sich in Schweigen. Sie will nicht aktiv für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union werben, sagt der Chefsprecher. Diese Entscheidung liegt bei den Briten allein. Bloß nichts falsch machen, höre ich immer wieder. Offiziell gibt es keinen Plan B. Die Drohkulisse ist aber sehr real. Viele Briten in den Institutionen müssen wohl ihren Hut nehmen. So wie dieser Mann zum Beispiel, Jonathan Hill, der britische Kommissar. Der Herr über Europas Finanzmärkte könnte als erster gehen, gefolgt von Rob Wainwright, dem Chef der europäischen Polizeiagentur Europol. Und dann gibt es da das Heer der EU-Bediensteten. Über 1200 Briten in der Europäischen Kommission und die Mitarbeiter von 73 Abgeordneten hier im Europäischen Parlament. Sie alle müssen wohl nicht direkt um ihre Jobs bangen, aber ihre Karriere endet plötzlich unter einer Glasdecke, sagen Experten. Großbritannien würde schlagartig jeden Einfluss verlieren und bekäme im Scheidungsfall auch nichts geschenkt. Das werden holprige Verhandlungen für die Briten. Die anderen Mitglieder werden es ihnen nicht leicht machen, schon aus Angst vor einem Dominoeffekt. Wenn einer austritt und sich hinterher die Rosinen rauspickt, könnten andere folgen. Die Briten in Brüssel haben keine Ahnung, wie ihre Zukunft ausschaut. Francesca Jenner arbeitet als Beraterin für die EU-Institutionen und kann offen darüber sprechen, wie sich ihre Kollegen fühlen. Das ist eine merkwürdige Zeit für uns in Brüssel. Alle hier hoffen wohl darauf, dass sich die Briten für drinbleiben entscheiden. Aber es gibt so ein ungutes Gefühl, dass wir vielleicht doch rausgehen können. Ohne den Status als EU-Bürger fürchtet die Britin Nachteile auf dem europäischen Arbeitsmarkt und bürokratische Hürden. Ihre Entscheidung für Großbritannien ist eindeutig. Drin? Ja klar, drin.